Okay, Leute, ganz ehrlich, wir müssen das Spiel schnell beenden, weil ich kann diese Musik nicht mehr ab. Ich würde lieber Lavagna hören. Obwohl, nein, davon kriege ich Kopfschmerzen. Bist er eigentlich für ein Freak? Soll ich das vorlesen? Ach, wieso nicht? Vorlesen. Team Rocket terrorisiert die Einwohner von Azuria City. Kein Tag vergeht ohne Meldung über Team Rockets Schandtaten. Wen juckt's? Al-Qaida hat auch keinen aufgehalten. Ich finde es auch sehr geil, dass du vorhin beim Toncheck total leise gesprochen hast und jetzt wieder total laut bist. Warum? Ich kann doch nichts dafür, ey. Ist halt laut, ich und so. Hast du schon das erste Starter bekommen? Nein. Was denn, du bist bei Azuria? Nein, noch nicht ganz. Ich muss erst durch die Höhle. Nein. Also, ja, der Gamerholic hat gerade ausgeplaudert, dass... Weil das ja auch keiner weiß bei einem 20 Jahre alten Spiel. Dass es die Starter hier wieder gibt. Also die hier Glumanda und so. Alle geheilt. Dann können wir wohl rein. Ja, aber das Medbo brauche ich nicht. Das ist ein Ficker. Das Medbo ist recht nützlich, weil der Schlafbruder und sowas alles lernt. Aber das Medbo ist ein Ficker. Oh. Weißt du, was ich an all diesen Höhlen mag? Ja, du Smosh-Fan. All die Zubats. Zlatan. Vor allem, ich habe schon ein Nidorino. Weißt du, was Flugboden ist, ne? Ist er echt Flugboden? Da schon? Egal, neutral. Du kannst es mal versuchen, aber ich weiß nicht. Wobei Boden kam ja später mit der. Erstens das und zweitens, selbst wenn der zweite Typ zählt dabei dann nicht mehr. Das ist auch Bodenflug, was weiß ich. Nee, der ist wenn dann Flugboden. Waren wir hier schon drin? Das kommt mir so unglaublich unbekannt vor. Du warst, glaube ich, schon in der Höhle drin. Ja, ich weiß. Meine ich auch. Also aber ich meine, das kommt im sechsten Part gesehen zu haben. Ja, müsste so sein. Aber das kommt mir so unglaublich unbekannt vor. Das ist bei jeder Höhle so. Und die sehen sie doch alle gleich aus. Ja. Ich habe auch... Die Attacke ist sehr effektiv. Das ist sowieso geil bei einem Zubat. Früher waren so enorm geil. Ich sag mal, die Animationen, die jetzt da sind, erinnern mich stark an die ersten Dragon Quest Teile. Da war das auch so. Gegner, dein Charakter, Angriff. Null Bewegung dabei. Geil sehen ja auch die Treppen aus, ne? Einfach Leiter nach unten. Wie das aussieht. Aber ein bisschen Spiel geben. Habe ich auch gesagt. Dass man so ein Vorspulding einfach hätte. Zum Beispiel wie bei den neuen Pokémon. Da ist ja eh nicht die Schulter. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Team Rocket eigentlich aussieht wie aus so einem Popo-Club? So eine Lack- und Lederanzug ja. Noch mit so einem Helm auf und der Peitsche noch in der Hand? Ja. Oh, ein Sandan. Dagegen ist jetzt vielleicht Pikachu nicht ganz die richtige Wahl. Donnerwelle nützt auch wissen, nichts. Ich weiß nicht, warum sein Sandan so gebeugt geht, ey. Na, schon klar. Pierlow. Nossa. Nossa. Das ist nicht Pierlo. Aber es ist mittlerweile ein Nidorino. Du brauchst jetzt nur noch einen Mondstein. Ja. Finsterstein, glaube ich. Nein, den gibt's da noch nicht. War das nicht andersrum? Den Mondstein gab es von Anfang an. Früher gab es nur Feuerstein, Wasserstein, Blattstein und den Mondstein. Boah, kriege ich hier viel EP. Das ist auch ein Trainerkampf. Scheiße, ich habe jetzt nicht gelesen, welches Pokémon der wird. Du würdest nicht bei allen Sachen beschleunigen, würde ich dir empfehlen. Ah, ein Radfratz. Ja, wollte ich jetzt auch eigentlich gar nicht unbedingt. Warum ist Radfratz eigentlich grün? Weil Radfratz durch einen Haufen Schimmel gezogen wurde. Wobei, ich glaube, der konnte nicht so viel Farbe darstellen, wie nur Color damals. Mag wohl sein. Davon wird das, glaube ich, übernommen. Aber Nidorino ist auch pink. Und ist auch lila oder so. Ja, aber Radfratz auch. Das ist radikal. Der ist beige, nicht braun. Wobei, vielleicht haben die die Farbe hinterher verändert. Kann sein, dass in Japan anders war. Na gut, kann sein, aber glaube ich weniger. Pikachu war auch am Anfang fett. Pikachu war halt im Fitnessstudio. Das Fitnessstudio war immer irgendwelche komischen Experimente mit seinen Wangen. Wie auch immer.
gehört, Ash voll misshandelt, ey. Hat irgendwelche Elektrostöße auf seine Backen gehauen und danach war Pikachu super Pikachu. Jetzt ist Pikachu einfach nur noch Pikachu. Er hat einfach nur ein paar Starthilfekabeln an seine Wangen gepackt und dadurch ist er... Das nennt man Experimenten an Tieren. Wie auch immer. Es ist so, als wenn du an einen Affen Lippenstift ausprobierst. Also, falls ihr euch jetzt fragt, wieso hat der nicht gewechselt zu Pikachu oder so, ich denke nie so wirklich über Vor- und Nachteil von Typen nach, beziehungsweise, was ja, ja auch überhaupt nicht wichtig ist bei Pokémon. Ich kenne die nicht wirklich immer. Ich hätte euch... Frag mich doch. Okay, was würdest du sagen gegen Zubat? Hätte ich jetzt was einsetzen sollen? Donnershock, falls das sehr effektiv ist, falls du das nicht lesen kannst. Slatan ist voll... Aber ist schlau genug. Deswegen habe ich ihn Slatan genannt. Das liegt am Namen. Je mehr Sympathie der zu dir entwickelt, desto besser funktioniert es auch bei Verwirrtheit. Da hört ihr es. Das heißt, schlaft mit euren Pokémon, damit sie nicht mehr verwirrt werden können. Doppelteam, soll ich erlernen? Soll ich nicht erlernen? Doppelteam wird nur dein Fluchtwert erhöhen. Wenn du das zwei, dreimal machst, kann der Gegner dich schwerer treffen. Ich weiß nicht, was du da noch hast. An Attacken haben. Willst du doch da halt deine Silberblüte oder so eine Scheiße? Ich weiß nicht genau. Doppelteam echt nervig sein. Wenn du so ein starkes Pokémon hast, machst du dreimal Doppelteam, trifft er dich fast gar nicht mehr. Ich würde da unten noch eine Grablampe hinstellen. Ich hab keine Grablampe. Das sind Friedhofskerzen. Klugscheißer. Das wäre jetzt Fail gewesen. Und wie? Pikachu hat den Popo-Club-Mann besiegt. Yippie! Ich kann mir das schon bildlich vorstellen bei so einer Team Rocket Betriebsfeier. YMCA. Hey, lass die Nice Guys, nein, wie heißen sie? Village People, Mann. Ja, genau. Lass die in Ruhe. Du hast kein Plan Plus gefunden. Ja, so ungefähr. Wenn du das nicht die ganze Zeit machst, siehst du vielleicht auch mal was. Größtenteils sehe ich das ja, aber ich habe ja gesehen, dass in dem... Oh! Krass, mal was anderes. Vielleicht fange ich das sogar. Kleinstein sieht irgendwie aus wie Gehirn mit Arm. So ein bisschen. Aber Kleinstein ist auch, gegen Käfer wäre allergisch. Oder gegen Kampf. Du solltest vielleicht das Nidoran weiblich auch mal trainieren. Warum? Ja, weil auch Nidoqueen ihre Vorteile hat. Nidoking hat mehr... Ich will den eh nicht zu Nido... Queen. Wobei Nidoqueen ist da vielleicht sogar schlechter, weil der Angriff ja sowieso gleich Spezialangriff ist. Ich könnte den Skill nicht so gut wissen. Ja, ich hab mir überlegt, ich fange den eh nicht. Warum nicht? Fang den, wenn du den noch nicht hast. Fang den nur einfach, vielleicht brauchst du den nochmal. Ach, falsch. Los, Pokéball! Können sie dir gegen den dritten Arena-Leiter sehr nützlich werden? Ich habe mein Team schon zusammen, theoretisch. Wobei, Bisasam könnte da auch noch nützlich sein. Boah, du Behinderten, ich habe doch vorhin schon gesagt, dass es die drei Starter-Pokémon gibt. Ja, aber ich nehme Bisasam vielleicht nicht mit rein. Ja, genau, weil Bisasam ja auch voll schlecht ist. Müssen wir das wieder biepen wegen Betriebsgeheimnis und so? Ich wollte da ein bisschen Geheimnis rausmachen. Der hat auch kein Gefühl von Spannung und so. Warum solltest du mit eins der besten Pokémon nicht in dein Team nehmen? Das wäre doch kompletter Schwachsinn. Vielleicht, weil ich Bisasam nicht mag. Du sollst ja auch nicht nach dem Mühen gehen, du sollst nach den Vorteilen gehen. Pikachu hat auch nur wenig Vorteile. Pikachu ist auch cool. Oh, ein Mirapla. Was ist dagegen gut? Feuerattacken. Käfer? Mein Smetbo ist nicht so hochgelevelt. Ja, obwohl, das ist nur... Da jetzt Elektroattacken zu nutzen, wäre ein bisschen blöd. Oder ein Vogel würde auch bringen, Flugattacken gehen auch. Nehme ich mein Smetbo, ist nur ein Level drunter. Smetbo! Psychokinik. Der hat auch eine Käferattacke, ne? Mal gucken. Das ist eine Pflanzenattacke.
Die hat der gemacht, Doronk. Fadenschuss, Härtner, Konfusion. Nur Konfusion. Naja, klar. Ich hab nur kurz geguckt. Der ist auch Gift, glaube ich, ne? Ja, nützt eh nichts in der ersten Generation. Doch, cool. Vielleicht ist ja Gift Pflanze und nicht Pflanze Gift. Wobei ich nicht wüsste, dass der Gift ist. Doch, ich meine schon. Feuerregel! Feuerregel! Los! Gamer! Du kannst das doch! Oh Mann! Danke! Los und jetzt Härtner ein! Sollte ich schreien? Entschuldigung. Ich war ein Ungezogener. Knopf, Hexer! Der behindertsten Pokémon, ey. Behalten. Knuffenser. Das ist ja der gleiche in Grün. Im wahrsten Sinne. Aber Knuffenser ist gelb. Zumindest der obere Teil. Der Rest ist braun und grün. Immer wenn das in die Serie vorkam, ne? Knuffenser. Ging voll auf den Sack da viel, ey. Ich wollte mal. Genauso wie N-Horn. Horn. Oder noch besser. Da fehlt nur einer so, nein, scheiße! Nicht Pipi, scheiße! Das ist Spaß. Nein, jetzt hab ich verloren. Ich hab verloren. Hier hast du mein Höchste, du perverser Japaner. Na unten, geh doch mal einfach nach unten. Da unten war doch noch was. War da nicht eh Ende? Nein. Nicht, dass das wieder bei, wie da bei Final Fantasy. Da war in der Ecke so ein Ding noch. Da wird wahrscheinlich nochmal irgendwo ein Item rumliegen. Nicht, dass das endet wie bei, ach nein, das wäre das. Ich brauch die Erfahrung. Na, ja, aber dann mit Elektro-Pokémon. Da rechts, du Spinner. Pass mal auf, ich brauch mich hier nicht so beleidigen zu lassen, ja? Ja, wenn du ein Spinner bist. Das geht raus an alle Spinner. Wir sind die Gewinner. Kennen keine Limits. Ab heute für immer. Das war ja so klar. Ich denke, das nimmt mir auch keine Übel, wenn ich in so einem verhurten Höhlengang Vorspul, oder? Teilweise. Flucht. Oh. Mir ist gerade einer abgegangen dafür. Ja. Kannst hier ja keine 5 Meter gehen, ohne so ein verkacktes Zubat zu treffen. Das ist genauso wie all die Gordini und Carpadors im Wasser. Gordini. Ohne Wasser kann ich nicht kämpfen. Wir haben kein Problem mit der Sprache. Carpador, Platscher! Ja. Carpador. Purr? Wie der überhaupt Purr sagen kann, der kann, ist doch nicht Teil von Carpador. Die Katze kann ja auch nicht sagen oder so. Im Spiel, in der Serie sagt er auch gar nicht Purr. Das ist nur bei der Verarsche von Smosh. Purr? Und ich glaube, das deswegen, weil das in... Englisch anders heißt. Ja. Vielleicht hat er wieder... Puh. Keine Ahnung. Warum haben Fledermäuse eigentlich Augen, wenn die eh nicht sehen können? Zubat hat keine Augen. Warum kann Zubat Pikachu tragen? Nein, Shigi. Da unten war noch eine Leiter, ne? Ja, aber ich will erstmal ihn ansprechen. Idiot. Was denn? Da bist du jetzt zurückgegangen, damit er dich sehen kann. Ja. Wollte ich doch. Wenn du bei dir. Nee, wieso? Weil er ein Scheißblatt ist. Ja und? Er hat einen Radfatz. Das ist easy going. Schlechthin. Wie oft haben Frauen das schon zu dir gesagt? Ich würde aber trotzdem auch mal die anderen Pokémon in der Geschichte nehmen. Ja, ich will Pikachu. Ich würde Nidoran weiblich einwechseln und dann hinterher in ein anderes starkes Pokémon wechseln. Ich will Pikachu auf Level 16 haben, ja. Und dann trainiere ich jetzt gegen Radfahrt. Wüsstest du jetzt was? Ich muss auch was mitbereiten, also. Ich wollte noch voll Energie. Ah jo, ich dachte das auch. Ich dachte, der wäre nur so ein Stück gefickt dann wegen dem. Ich muss Tauboga entwickeln auf Level 16, glaube ich.
Nein, zu. Ach so, doch, Tauboga, ja. Ich dachte jetzt an Taubos sofort. Ich weiß gar nicht, normalerweise müsste theoretisch Metro Härtner verlieren. Weil, wie soll der jetzt noch Härtner machen? Womit? Mit seinen Augen. Seinen wunderschönen Augen. Normalerweise, ich glaube, der lernt sogar in den neuen Editionen, sobald er sich entwickelt hat, lernt der Windstoß und Konfusion. Das Geilste ist, ich konnte Fadenschuss und Tackle noch mit, Dingens. Mit dem Kokon. Achso, dann haben die das vielleicht schon in Gelb geändert. Dann war es nur in Blau und Rot, dass er dann nur Härtner konnte. Das mag sein. Ich frag mich, ob ich noch viele Tränke bei hab. Zubat. Nimm den Nidoran. Vino. Nidorino. Ich will trotzdem mal das Nidoran weiter zu nehmen. Ich bin aber ein Feminist. Ich glaube, Mirapla und Fenrir kannst du vor der Azubi-Arena fangen, da in den Rasen so. Was wäre gut hier jetzt? Horn-Attack oder Doppelteam? Doppelkick? Horn-Attack ist, glaube ich, eine normale Attacke. Doppelkick ist eine Kampfattacke. Steht da. Wäre der schwächer. Also normal. Gegen Flug ist Schwächekampf. Gegen Kampf ist die Schwäche Flug, so. Kannst du dich mittlerweile in Marmoria Dingensbums im Markt schon Schutz kaufen? Der Weg ist so sinnlos, ne? Oh, da ist schon wieder ein Gaylord. Um Himmels Willen. Das war ein Blitzkrieg. TM 1. Guck kein. Hallöchen, Popöchen. Wir drehen uns ein dickes Ding. Mach dich vom Acker wahrscheinlich. Ja, drück doch mal. Hallöchen, Popöchen. Wir drehen uns hier ein dickes Ding. Wir machen den menschlichen Tausendfüßler. Sagt Zwickau. Zwickau. Danke. Zwickau. Komm mir nie wieder so nah. Warum hat der überhaupt Hundenzähne? Super? Ja. Weil er es kann. Oh, er hat einen langen Bogen dabei. Der Homo. Ich möchte nicht wissen, was er mit Rettern schon gemacht hat. Doppelkick? Wusstest du, dass Rettern umgekehrt Natter heißt? Tatsächlich. Und aber umgekehrt Kobra? Tatsächlich. Sag doch, dass es nicht sehr effektiv ist. Ich hab gar nicht gedacht, was du jetzt gemacht hast. Ich hab dich auch gefragt. Aber, wobei ist Schwäche vom Kampf ist auch Gift? Weiß ich gar nicht. Ich glaub ja. Kommst wieder zurück. Ja, du machst doch immer viel zu schnell. Ist doch klar, dass das geht. Du musst einmal kurz antippen nur. Ja, ich bin noch bis an die Wand gerannt. Ja, aber dann noch 3 Schritte gegen die Wand. Juckt doch nicht. Ich hab nicht gegen die Wand gelaufen. Ich sag gar nichts. Aber meine Oma riecht es geradezu, wenn wir Aufnahmen machen und platzt auch mal genau dann rein. Wir können 2 Stunden warten, wenn die sagt, ich komme gleich, passiert nichts. Aber sobald wir ein Video aufnehmen, ist sie 2 Minuten später da. Immer. Es waren jetzt 14, aber okay. Oh, Herr Pfeiffer. Herr Pfeiffer. Nein. Der hat die Form. Hier, drück mal eben weiter. Ich kann in der Zeit schwadronieren. Er hat die Form. Er hat den Bart. Er hat diesen Hut. Alter. Aber obwohl er nur 2 Sätze kann, ist er damit intelligenter als er. Das wahrscheinlich schon. Wechsel zu Nidorino. Nidorino. Wobei, gegen Felsen war da nicht auch Psycho? Mach auf sicher und nimm Nidorino.
Wenn ich jetzt Game Over gehe, macht der Gameholiker das Ganze neu. Ich weiß nicht, Game Over, der ist eh noch in Dingens. Warum kann er immer noch nur Windstoß? Weil Taubsi dumm ist. So eine Taube. Ach, war das doch nicht richtig? Hm. Also ich kann nur Tackle und kein Steinbruch. Mal sehen, wie lange diese noch geht, diese verkackte. Also, wie soll es jetzt Game Over gehen gegen zwei Pokémon mit 5? Aber wir haben jetzt noch einiges vor, womöglich in der Höhle. Ich weiß nicht, wie lang diese Höhle ist. Aber gut, ohne die Vorarbeit von Taubsi würde das natürlich nichts, hätte das ihn jetzt wahrscheinlich nicht getötet. Außerdem kriegt er jetzt auch Erfahrungspunkte. Hast du jetzt gesehen, was kam? Noch ein verficktes Kleinstein, er ist ein Kackwanderer. Er hat nur Onix oder Kleinstein. Mehr können die dummen Wanderer nicht fangen. Vielleicht ein Stalos? Das gibt's da noch nicht. Da noch nicht. Oh, kommst nicht mit dem Pirlo klar. Ich komm nicht mit den komischen Bildern klar, die irgendwie alle nach Drachen aussehen. Nossa. Nossa. Wenn du einen Enton fängst, dann nennst du es bitte der Wendler. Warum? Der genauso behindert ist. Nimm doch lieber hier Carpador. Siehste? Kleinstein und Onix. Dann nimm lass jetzt aber Pirlo, sonst kriegt er wieder. Okay. Achso, wenn du den wieder auswechselst, kriegt der Schaden dann wieder und dann bist du wieder geböhmst. Der ist eh nur Level 10. Trotzdem. Aber der kann Kreideschrei. Oh mein Gott! Kreideschrei! Echt jetzt? Aber er senkt doch nur die Verteidigung. Also er senkt den Angriff. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war schon immer Verteidigung. Also, muss ja natürlich 2 KP überbehalten. Das war ein Volltreffer und der hat mir 3 KP abgezogen, ne? Hat da wohl einen Tackle? Ja. Meinst du? Achte doch mal auf die Levelunterschiede. Wenn die Attacke nicht effektiv war. Taubsi erreicht Level 11. Yippie! Kannst du mal aufhören, mit der Bitch zu schreiben und hier weitermachen? Lass sie, Mann, die ist voll geil. Also jetzt nicht nur vom Aussehen, die hat voll den geilen Humor und ich mag die. Yeah! Ey, warte. Ich guck mal eben, ob Nidorino noch irgendwelche interessanten Attacken lernt. Weil sonst können wir direkt den Mondstein Nidorino geben. Nein, jetzt noch nicht. Warum nicht? Weil jetzt einfach zu früh wäre. Möchtest du nicht, dass er sich entwickelt? Noch nicht. Aber warum? Wenn er eh keine interessante Attacke lernt? Nidorino. Ah, falsche Seite. Ich will nicht auf Bisa-Fans. Nichts gegen Bisa-Fans, aber ich mag Bisa-Fans nicht. Bisa-Fans ist kacke. Nichts gegen Bisa-Fans. Ah, seht ihr? Deren Lieblingsstarter-Pokémon ist auch Bisa. Bisa. Oh, noch mehr von dem Pokéclub. Achte mal auf Heilung und so. Gibt's nicht mehr so eine